Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer BR-143-Elektrolokomotive in verkehrsroter DB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Wir werden die Lokomotive erst einschalten müssen. Gehen Sie dazu zum Schaltschrank. Um das Führerpult, diese Lokomotive, nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer... Die Spitzensignale müssen eingeschaltet... Aktivieren Sie nun den... Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Die Bremsen des Zuges müssen gelöst werden. Der Zugkraft-Bremskraftwähler bestimmt, wie viel Zugkraft dem Zug zugeführt wird. Der Geschwindigkeitswähler erlaubt es dem Lokführer, die Geschwindigkeit der Lokomotive einzustellen. Sobald die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt ist, dies wird durch eine rote Nadel auf dem Tachometer angezeigt, wird die Lokomotive auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen.
Sie nähern sich nun Ihrem ersten Halt. Verringern Sie die gewählte Geschwindigkeit, um zu bremsen. Nutzen Sie die Zugbremse, falls Sie zusätzliche Bremskraft benötigen. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Ein Test der Notbremse wird während Ihrer Fahrt durchgeführt.
Wir werden nun die Notbremse testen und die wichtigen Schritte durchgehen, die zur Weiterfahrt des Zuges erforderlich sind. Stellen Sie zunächst die Zugbremse auf Notbremse und warten Sie dann, bis der Zug voll... Als nächstes müssen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Aus stellen. Die Bremsen sind noch angelegt und müssen gelöst werden. Stellen Sie... Stellen Sie abschließend den Geschwindigkeitswähler auf die angezeigte Geschwindigkeit, um den Zug wieder in Bewegung zu setzen. Gut gemacht. Wir können nun unsere Fahrt fortsetzen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieser Lokomotive durchgegangen.